Ja, komm. Mais einfach tatsächlich so extrem billig, dass ich wirklich stur hier einfach nur so rausgehe. Das, wenn es nicht zu intensiv genutzt wird, dann könnte das noch sehr gut werden. Ansonsten habe ich hier ein absolutes Monster geschaffen. Okay. Aber es ist schon durch. Es ist halt auf der einen Seite geil, weil es durchgerendert ist. Das heißt, die Fahrzeuge werden nicht nur als Schatten dargestellt, sondern auch wirklich. Blöd ist halt wirklich nur der Tunnel an sich. Der ist nicht schön. Aber gut. Damit kann ich vielleicht noch leben. Okay, dann fahren wir mal eine Kurve. So ganz langsam hoch. So schön geebnet. Dann fahren wir über hier hinten. Fahren wir dann rein. Sehr schön. Perfekt. Jetzt haben wir dann auch eine entsprechende Zufahrt von der Autobahn. Haben wir die auch wirklich? Habe ich auch alles richtig gemacht? Ja, habe ich. Sehr schön. Okay, jetzt können die dann hier oben rein. Hier würde ich dann ganz gerne die Trambahn noch einmal wenden lassen. Ich kann inzwischen auch wieder Play drücken. Das heißt, einmal kurz hier geradeaus. Nee, mache ich mal so schon eine leichte Kurve. Dann gehe ich auf eingleisig, mache einen Kreis, damit die da einmal wenden können. Und ab zurück geht's. Perfekt. Gut, dass ich hier auch überall schon die ganzen Rohre verlegt hatte vorher. Hier könnte ich dann vielleicht ganz kurz mal auf 4 gehen. Einfach damit ich eine Abbiegespur habe. Oder ich könnte generell hier 4-spurig hochgehen. Und hier dann nur 3-spurig. Leider haben die halt keine Beleuchtung. Aber das könnte man... Das könnte man tatsächlich sogar noch ändern. Es gibt bestimmt irgendwelche herunterladbaren Laternen. Die werde ich dann auch entsprechend mal dann suchen. Also ich habe gerade richtig Lust, einfach nur mal kurz die Aufnahme zu beenden. Und zu gucken, gibt es hier wunderschöne Parkhäuser und alles. Gibt es Laternen. Also hauptsächlich scheint es wirklich von den Müllfahrzeugen genutzt zu werden. Na gut, ich meine so viel, wie gesagt, wenn es nicht allzu viel verwendet wird, dann geht's ja völlig klar. Würdet ihr auch mal fahren? Ampel? Geht doch. Der ganze Verkehr wurde gestoppt. Mann, Mann, Mann. Okay, ja, wie gesagt, ich würde dann ganz gern die Sachen nach da oben verlegen, größtenteils. Zum Beispiel hierhin. Da kann ich jetzt dann das neue... Was ist das? Heißluftballon-Touren. An sich... Fancy. Könnte ich hier irgendwo hinbauen. So in Kern, direkt am Hauptbahnhof. Dann können die da entsprechend rumfliegen. Hier werden die hier werden schon wieder Wege überflutet. Warum? Wie wird inzwischen unser Weg... Unser Bergpfad wird hier super angenommen. Unser Bergpass. Und die Busse sind ein wenig entlastet. Ich mache im Endeffekt wahrscheinlich trotzdem Minus. Egal. Ah, ich dachte schon. Wieso muss das Stadion hier unter Müll leiden? Das geht ja mal gar nicht. Okay, Depot für... Depot für Seitziegenbüße. Kann ich eigentlich auch mit so einer Straße hier machen. Wenn das tatsächlich so dünn ist, dann kann ich ja davon mehrere hier in der Straße hinmachen.
von den Depots an sich, meine ich. Nicht von den seitziehenden Depots, weil das würde keinen Sinn ergeben. So, dann einmal bitte Ampel weg. Und der Strom muss natürlich auch noch irgendwie gelegt werden. Das heißt, wir machen einmal so und so, temporär. Der... Das Depot für... Das Biobus-Depot ist ja auch noch so flach, ne? Oh, als ob ich das perfekt geplant hätte, meine Damen und Herren. Perfekt. Dann hier auch noch das hin. Die hiesige Feuerwehr wird da hinten auch noch hingesetzt. Perfekt. Oh Gott, wie fährt jetzt bitte der Bus lang? Was ist das hier für eine Buslinie, die da bitte oben jetzt lang fährt? Ach, ist wahrscheinlich ein Ersatzbus, der da oben rausgefahren ist. Ja gut, wie auch immer. Passt auf jeden Fall. Das heißt, jetzt brauche ich das hier nicht mehr. Das Straßenbahndepot kann ich jetzt eigentlich auch noch nach da oben verlagern. Ich glaube, das ist leider halt so groß, das muss ich direkt an die Straße setzen. Ja. Aber gerade noch. Also wirklich, dieser Platz hier ist jetzt gerade perfekt ausgenutzt. Also, bis auf das da. Jetzt haben wir ein Stromproblem. Oh, ach so. Ja, gut. Pass auf, du gehst da hoch, da unten durch, fertig. Mach diese Trasse da weg. Und das Helikopterdepot... Depot. Ich sag immer Depot. Das Helikopterdepot machen wir... Ja, wo machen wir das hin? Gute Frage. Vielleicht dann irgendwo da hinten so. Ja. Leute, ich glaube, ich mache dann mal an dieser Stelle einen kleinen Cut. Ich suche mal Laternen raus, die wir für hier machen können. Und ich suche mal Parkplätze raus, die wir... Oder schöne Parkhäuser, die wir hier entsprechend hinmachen können. Bis gleich. So, willkommen zurück. Ich habe hier, wie ihr gerade unten sehen könnt, mal eine Modifikation heruntergeladen. Gott, wie heißt die gleich? Ihr wisst auf jeden Fall, alles steht immer unten in der Videobeschreibung, was ich alles benutze und so. Oh Gott, wie hieß das? Das sind so ganz spezielle Straßen. Warte mal. Objekte von Freunden. Alle. Ihre Favoriten. Aha. Okay. Es ist schon mal sehr interessant. Ich gucke gerade auf den zweiten Bildschirm. Ihr seht leider gerade nicht so viel. Solltet ihr über die Facecam sehen, dass ich gerade nicht nur direkt unter euch gucke. Wo sehe ich nochmal, was ich abonniert habe? Durchsuchen abonnierte Objekte. Dankeschön. Da ist es ja. Und zwar Parking Lot Roads heißen die Dinger. Und scheinbar kann ich einfach so dann eine Straße dahinter legen und dann sind das... entsprechende Straßen. Man braucht Fine Road Anarchy dazu, deswegen mache ich es mal ganz bewusst an auch. Was ich übrigens genauso gemacht habe, ist, ich weiß nicht, ob das jetzt entsprechend alles passt. Ich hoffe, die sind da auch. Ja, da sind sie. Large Parking Garage und Medium Parking Garage. Ja, die sind, oh, das könnte natürlich alles sehr hässlich ausschauen. ja, das sind entsprechend so kleine, nette Gimmicks. Das heißt, da können wir dann auch noch so ein paar Parkhäuser hier an den Seiten dann entsprechend bauen. Aber, lass erstmal das mit den entsprechenden Straßen hier testen. Service Road. Oder hier. Okay. Das heißt, machen wir es mal so, dass wir das hier mal wegmachen. Wir können es ja direkt hier nach unten verbinden. Los. So, dann würde ich ganz gerne eine, so eine ganz fette Straße hier am Stadion vorbeiführen. Alter Finne. Okay.
Ah, und jetzt... Oh, okay, wartet mal. Das muss so. Ah, okay. Das heißt, jetzt habe ich hier einen riesigen Platz geschaffen, an dem die Fahrzeuge parken können. Okay, das habe ich jetzt verstanden. Cool. Mach das nochmal weg. So, jetzt führe ich das nochmal hier direkt dran vorbei und mach mal bis, sagen wir mal, hier. Dann kann ich hier eine Service Street hinzufügen. Mach die einfach mal hier so entlang. Komm. Dann kann ich jetzt hierher gehen und die wiederum dann so fahren lassen. Ah, okay. Ich darf immer nicht vergessen, dass ich die deutlich weitermachen kann, als es eigentlich aussieht. So. Das sieht richtig gut aus, Leute. Das sieht richtig gut aus. Dann kann ich das Ganze hier hinten ja genauso machen. Sagen wir mal bis hier. So. Okay. Da haben wir schon den Nachteil. Da haben wir aufgehört zu ebnen. Das ist nicht so cool. Aber okay. Dann machen wir das... Dann ebnen wir das doch schnell. Alter, diese... So. Diese Flugzeuge. Sie sind so laut. Tut mir leid. Manchmal regt es mich ein bisschen auf. Weil eigentlich wohnt man auf dem Land, damit man Ruhe hat. Damit man etwas abseits ist und so. Was passiert? Flieger. Laut und lauter. So ungefähr. Okay, das passt. Und jetzt kommen wieder die Straßen zum Einsatz. Bis hier. Perfekt. Bis hier. Und bis da. Sehr schön. Das heißt, hier jetzt ein riesiger Parkplatz. Richtig geil. Gefällt mir richtig gut. Was wir jetzt natürlich noch machen müssen, das hat er ja bewusst dazu gemacht, sind diese speziellen... Ja, diese speziellen... Props. Mir ist der Name nicht eingefallen. Also hier die Markierungen. Das war hier, ne? Genau. Hier sind diese Parking Lots. Diese großen Bereiche. Die müssen wir halt jetzt entsprechend noch markieren, ne? Das wird natürlich auch eine sehr friemelige Arbeit, möchte ich mal kurz dazu erwähnen. Das wird witzig. Okay, warte mal. Large Parking Lot. Boah, kriege ich das wirklich perfekt dahin? Nein, kriege ich nicht. Schade. Muss ich die Straße um 1 verlegen. Das heißt nicht 4, sondern 5. Okay, das heißt, machen wir hier hübsche Bäumchen dran. Jetzt sind 5, okay. Einmal bis da hinten hin. Und dann setze ich hier die Parkhäuser hin. Also einmal 1 und 2. 3 und 4. Okay. Das ist abartig. Aber auch irgendwie cool. Wenn man so riesige Bereiche ums Stadion dementsprechend pflastert. So, dann haben wir hier jetzt noch ein paar Medium, die wir setzen können. 1, 2. Und dann passt das. Boah, zugekleistert bis aufs letzte Feld. Das nennt, meine Damen und Herren, das nennt man dann wohl Bodenversiegelung. So, machen wir das mal, die ganzen Bäume mal kurz hier weg.
Ich würde die ganz gerne separat nochmal setzen. Jetzt hätte ich natürlich noch eine Modifikation herunterladen können, die so Bereiche direkt löscht. Aber gut. Ich meine, so selten, wie wir hier irgendwas weglöschen. Ich denke mal, dafür kann man es kurz mal ertragen, dass das ein bisschen dauert. Vor allem sind es ja auch nicht mal riesige Bereiche, sondern nur diese kleinen. Okay. Sehr gut. Ja, meine Damen und Herren, ja, wie kann das jetzt ausschauen? Also, wir haben jetzt hier diese 4x1 Bereiche, ne? Das heißt, das sind dann solche, ne? So muss das dann entsprechend gekennzeichnet sein, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? Boah, vor allem schaut euch das mal an. Alles ist ein Parkplatz. Habe ich hier gerade ein bisschen übertrieben? Vor allem vier große, zwei Medium und dieser riesen Parkplatz hier. Das ist ja mehr als ein Eventplatz vom Allerfeinsten. Da muss eigentlich noch viel, viel mehr hin. Also eigentlich müssten wir hier hinten die Straßen wegmachen. Die Straße hier entsprechend verbinden, dass das hier so eine kleine Rundumstraße ist. Und hier hinten, es gibt ja noch so ein zweites Stadion. Das können wir auch noch bauen. Das ist... Wo ist das? Hier ist es. Opernhaus. Oder Pyramide der Sicherheit. Da haben wir noch ein Zikkuratgarten. Ein Beobachtungsturm. Okay, der wird mega geil in der Stadt ausschauen. Alter, Leute, wir haben hier noch einiges zu bauen. Da haben wir es, das Stadion. Das können wir dann entsprechend hier hinten auch noch hinsetzen. Kathedrale des Wohlstands. Der Central Park. Was haben wir hier? Die Statue des Koloss. Okay, pass auf, Leute. Das ist zu viel. Das ist eindeutig zu viel. Aber... wir können tatsächlich doch noch dahinter gehen. Mit dieser Straße hier. Wartet mal. Ja, ist recht. So, und dann hier hinten rum.